Ich glaube, du musst dir eine andere Lösung einfallen lassen. Er hat komplett den Verstand verloren, Anne. Hör auf, so zu reden. Ja, wie soll ich denn reden? Ich meine, es ist doch wahr. Wir müssen uns eine andere Lösung einfallen lassen. Zum Beispiel? Er kommt in eine Einrichtung. In ein Heim? Ja, ein Pflegeheim. Das wäre besser für ihn. Warum sagst du mir das jetzt, wo morgen früh dieses Mädchen hier anfängt? Ja, du hast recht, wir werden sehen. Vielleicht klappt es ja gut mit ihr, du scheinst ja viel von ihr zu halten. Aber glaub mir, die Ärztin hat recht. Irgendwann ist es soweit, ganz egal wie gut sie ist. Er ist krank, Anne. Er ist krank. Papa, warum stehst du denn da so rum? Komm her, setz dich. Komm, Papa. Komm rein, setz dich. Papa. Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. Sie leben zurzeit mit Ihrer Tochter zusammen, richtig? Ja, in meiner Wohnung. Sehen Sie, die Situation ist ganz einfach. Ich lebe in dieser Wohnung jetzt seit 30 Jahren. Papa, ich bin's! Und meine Tochter ist sehr an ihr interessiert. Nein, Papa, was redest du da? Deshalb ist sie mit diesem neuen Mann eingezogen. Ich will dir helfen. Helfen? Wobei? Es ist alles bestens, Anne. Ich weiß nicht, was sie aushält gegen mich, aber sie führt etwas im Schilde, da bin ich ganz sicher. Hier passieren komische Dinge. Wo ist das Bild? Welches Bild? Glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen? Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Das geht schon eine ganze Weile so. Ich bin's. Anne? Seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Oh. Ich brauche keine Hilfe. Wir müssen uns eine andere Lösung einfallen lassen. Hör auf, so zu reden. Und ich werde meine Wohnung nicht verlassen. Ich werde meine Wohnung nicht verlassen. Papa, hast du deine Tabletten genommen? Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wie lange haben Sie noch vor, hier rumzuhängen und das Leben Ihrer Tochter zu ruinieren? Wer sind Sie? Was ist mit mir? Papa. Wer genau bin ich eigentlich?